Okay. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Oh, no. Bitte, ich hab die 4000. Bitte. Nee, wie geht das, Mann? 9 Damage. Hallo meine Lieben, schön seid ihr dabei, euer Pain ist es auch und heute geht's im Video darum, viele von euch haben gefragt, wie kriegt man eine 2K, eine 3K, eine 4K Plakette hin bei Apex und ich versuche es in dem Video euch es einfach zu erklären, dass es sicher jeder hinkriegt, mindestens eine von diesen Plaketten freizuschalten natürlich. Wenn du neu bist, dann vergiss nicht zu abonnieren. Ich werde natürlich auch in Zukunft weiterhin Apex Tutorials rausbringen. Ich werde auch live gehen, wenn dann die Grinds wieder da sind. Aktuell grinde ich gerade bei Arena. Dort bin ich bei Dia 3, bald Dia 2, also bald Master. Macht echt Bock, muss sagen. Aber ich bin froh, wenn ich wieder BR zocken kann und sie das System wieder korrigieren. So, kommen wir zum Wesentlichen. Natürlich ist es wichtig, ich hab's bei vielen Legenden schon hingekriegt. Ich will's auch mit jeder Legende am liebsten haben. Es geht natürlich darum, der erste Tipp, wo ich euch geben kann, wenn ihr einfach noch nicht gut genug seid, ist es schwer. Das ist der erste Tipp. Übt ein bisschen, wenn ihr täglich eine Stunde online seid oder täglich eine Stunde spielt, habt ihr sicherlich schon 2K Damage erreicht, wenn nicht sogar mehr. Wenn ihr natürlich immer noch struggelt an den Damage, dann müsst ihr natürlich eure Spielweise ändern und da kann ich euch helfen. Wichtig ist natürlich, wie gesagt, ich habe es mit vielen Legenden schon hingekriegt. Jede Legende hat natürlich Vor- und Nachteile, um die Damage zu kreieren oder vielleicht aus einer Situation rauszugehen. Vantage ist, finde ich, Meta für Damage. Sie hat eine dritte Waffe dabei und das ist ein Sniper. Mit Sniper kann man am meisten Damage machen. Da kommen wir auch schon zum zweiten Tipp. Ihr braucht unbedingt eine Range Weapon. Ohne eine Range Weapon kriegt ihr die Damage nicht, die ihr haben möchtet. Range Weapon kreiert euch gut Schaden, ohne dass ihr zu nah beim Gegner seid und ja, schnell sterben könnt. Das ist natürlich extrem wichtig, dass ihr unbedingt ein Scharfschützengewehr, am besten natürlich das Elektrogewehr, da trifft jeder und ich habe es auch so mit Vantage hingekriegt. Hätte ich das Elektrogewehr bei der Runde vorhin schon gespielt, dann hätte ich schon im Early Game viel mehr Damage machen können. Ich hatte aber nur eine Longbow und dann habe ich viele Schüsse halt doch nicht getroffen. Also das Elektrogewehr ist extrem entscheidend, wenn ihr Damage farmen möchtet. Oder natürlich, wenn ihr sagt, nee, ich komme gar nicht klar mit den Waffen, dann vielleicht spielt ihr eine Scout oder einen Repetierer. Ist auch extrem gut, um Damage zu kreieren. Ihr braucht natürlich aber auch eine Close-Range-Waffe, damit ihr, falls der Close-Range-Kampf kommt, dass ihr da natürlich auch gewappnet seid. Also bloß nicht zwei Range-Weapon dabei haben. Deswegen auch die Visiere immerhin schauen, dass man eine 2er, 3er auf die Range hat. Und auf den Close wirklich entweder keins oder nur ein 1er Visier oder ein Digi, je nachdem was für eine Waffe ihr spielt. Ich spiele da immer Solo gegen Duos. Und ja, um Damage zu kreieren, kommen wir zu Tipp 3, müsst ihr einfach immer die Gegner wieder anschießen und sie healen lassen. Wenn du sie schon zu fest pushst und schon downst und tötest, ist nach 150 Damage schon tot oder nach 200 Damage schon tot. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine 20 Bomb, wir wollen eine Damage Badge. Und deswegen müsst ihr nur Damage machen. Deswegen am besten von Weitem schießen, lasst die wieder healen, lasst die wieder neu peaken und dann schießt ihr erneut. Schießt in Third Parties rein, da schauen die Gegner nicht auf dich.
versucht immer so zu spielen, dass ihr safe seid, aber trotzdem eine Damage kreieren könnt. Natürlich wäre ein Teammate gut wie Valkyrie oder ein Loba, dass man Loot hat, sowie auch doch noch gute Positions einnehmen kann und rotieren. Aber ich habe es jetzt solo gemacht, die meisten, die ich kenne, machen es auch solo. Und ich finde auch, da ist die Challenge, dass man das selber hinkriegt. Und so kommen wir natürlich auch schon zu den drei wichtigsten Punkten. Ja, ihr dürft einfach nicht zu fest reinpushen. Wenn ihr merkt, dass die Lobbys zu verschwitzt sind und ihr halt vielleicht drei Runden hintereinander abkackt, dann kriegt ihr meistens vielleicht mal eine bessere Lobby, kann auch sein. Und mit der besseren Lobby könnt ihr auch die Damage besser farmen. Ich habe es wie gesagt fast mit jeder Legende schon hingekriegt und mit Vantage habe ich es endlich auch hingekriegt. Vantage extrem OP. Wegen dem dritten Sniper in dem Sinn, dass man immer einen Sniper dabei hat. Plus ab dem zweiten Visier hat man, ja, man sieht immer, wo die Gegner sind, wie viel Schild sie haben. Und ja, das ist eigentlich für Vantage Mains soll es easy möglich sein, die Damage zu kreieren. Für anderen Legenden müsst ihr natürlich dann einfach nur besser werden. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video rein und ich kommentiere ein paar noch Sachen im Spiel und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gameplay. So, natürlich empfiehlt sich für Range am besten Stundenpunkt, finde ich, aber natürlich geht es in jeder Map. Bei Stundenpunkt gibt es genau die drei Spots, wo am meisten Gegner landen. Das ist einer der Spots, kommt darauf an, von wo das Schiff fliegt. Ihr müsst natürlich Hot Drop landen, würde ich empfehlen. Erstens mal ist das eine gute Übung, um besser zu werden. Und zweitens braucht ihr natürlich dann jeweils die Kills sowie auch die Damage hier. Ich versuche immer zuerst auf Kills und Damage zu gehen. Wenn ich merke, es reicht mit den Kills nicht, dann versuche ich nur noch auf Damage zu gehen. Natürlich, ich versuche immer sehr taktisch zu spielen. Ich versuche immer auch jeweils die Türen, die Gebäude richtig zu nutzen. Zum Beispiel, da war jetzt ein Caustic dabei und er hat trotzdem keine Chance gehabt. Er ist kaum bei der Tür gewesen und ist direkt gestorben. Und ja, ich versuche eigentlich jetzt nur schnell zu looten. Ihr seht, ich mache mal nicht immer das volle Leben. Ich schaue gleich weiter, um vielleicht Damage oder Kills zu kriegen. Spielt unbedingt mit Nades. Nades sind extrem wichtig. Das hilft extrem vor allem bei Close Range Fights, weil die Gegner können dann nicht so einfach pushen. Und ja, natürlich, wenn ihr Hot Drop landet, müsst ihr auf alles achten. Rechts, links, vorne, hinten. Ich habe jetzt hier Damage gekriegt, aber nicht den Kill, aber das ist okay für mich. Ich hole mir jetzt, fülle mein Leben wieder auf und pushe dann erneut rein. Wenn ihr merkt, ihr seid am Sterben, bitte healt euch wieder erneut und geht neu rein oder rotiert, wenn ihr merkt, ihr kriegt von verschiedenen Orten Damage. Wenn ihr immer wieder gleich peakt, dann seid ihr genau gleich dumm wie die Noobs, die ihr gerne anschießen möchtet für die Damage. Ihr seht, ich habe das Elektrogewehr dabei mit sehr viel Munition, also das ist das Beste, was man machen kann. Und ich brauche auch kein Visier, ihr seht, das ist jetzt ohne Visier und das ist auch schon super. Also man braucht theoretisch für die Close Fights braucht man kein Visier. Und auf das Elektrogewehr kann man natürlich mit jedem Visier spielen. Es macht auch auf jeden Visier Bock. Ja, der meiste Kampf findet jetzt hier beim ersten Spot statt. Das ist immer so bei Sturmpunkt. Wenn ihr so landet, dann habt ihr einen extrem langen Kampf. Beim ersten Spot, da müsst ihr natürlich so viel Damage kreieren, wie ihr könnt und jeweils dann rotieren und dann schauen, wo ihr sonst noch Damage machen könnt. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel labern, ich werde das Video dann für euch jeweils so zuschneiden, dass es für euch auch nicht langweilig wird und ich hoffe auch ihr kriegt eine 2K, 3K oder eine 4K hin. Wenn euch die Tipps geholfen haben, lasst ein Like da und ja, schreibt in die Kommentare, was für ein Video ihr euch in Zukunft wünscht. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Danke, wart ihr dabei. Peace out, meine Lieben.
Ciao.